So, hallo liebe Freunde und willkommen zurück hier bei Game Dev Tycoon. Wir verkaufen immer noch ein paar Games, das ist ganz gut. Wir wollten jetzt ja eine neue Engine erstellen, nämlich die Swag. Swag! Swag! Die Swag 11, weil da soll nämlich die neue 3D-Grafik V5 mit rein. Ansonsten all das, was wir sowieso schon drin haben. Denn als nächstes kommt ja ein neuer Christine-Teil. Da habe ich euch ja drum gebeten, mir mal einen Namen vorzuschlagen. Da kam auch ein ziemlich cooler Name rein. Nämlich Christine Klausur verkackt, Lehrer zerhackt. Ja, finde ich geil. So wird dann das neue Game auf alle Fälle heißen. Oh, es geht echt schnell gerade mit der Engine. Ja, mit so vielen Mitarbeitern. Alle topfit. Genau. Die Swag 11 ist fertig, super, dann machen wir schnell eine Fortsetzung. Und zwar Christine nachsitzen mit Blutbad. Und daraus machen wir dann jetzt Christine Klausur verkackt. Verkackt. Oh, zum Blöden, dass da so in den Namen reingeht. Verkackt. Lehrer zerhackt. Ja, voll. Mist. Vielleicht verkackt und zerhackt? Ja, machen wir verkackt und zerhackt. Ja, der neue Teil von Christine. Ein Schule-Action-Abenteuer. Erscheint diesmal auf dem PC. Auf der Mbox One, die wir uns noch extra kaufen für eine Mille, und auf dem PlaySystem 4 ebenfalls für eine Mille, mit der neuen Swag Engine Christine verkackt und zerhackt, der Nachfolger von Christine nachsitzen mit Blutbad. Ja, wieder mal textbasiert, natürlich ein hammerhartes 3D-Grafik V5 Action-Abenteuerspiel. So, sehr gut. Verkackt und zerhackt. Okay, Story Quests ist nicht so wichtig, kann gut runter. Ansonsten ist das alles soweit hier in Ordnung. Ich mach direkt mal ein bisschen Werbung, Marketing, Zeitschriften. Reicht erstmal aus. Ich glaube, wir schaffen es nicht auf die Dingsens, auf die Game. Games. Auf die Messe meine ich. So, ich habe 6 Spiele auf der Mbox 360 veröffentlicht und damit insgesamt 105,4 Mille eingenommen. Das ist ganz schön ordentlich. Jetzt ist das Ding runter vom Markt. Und ich habe kurz mal aufgestoßen. So, jetzt, oh, wie die Techno-Punkte gerade hochgehen. Hallo, ich bin Gary White von Gamers. Ich habe gehört, Swagger Games arbeitet gerade an einem neuen Spiel. Hast du gehört, weil ich da schon Marketing für gemacht habe. Wären Sie bereit, uns Informationen zu Ihrem aktuellen Spielprojekt zu geben und ein Interview mit uns zu machen? So, jetzt kommt wieder die gleiche Frage, die immer kommt, weil ne, die Redakteure sind alle total uneinfallsreich. Wir sagen, das Spiel soll mehr Wert auf Grafik legen. Danke für Ihre Zeit und für diese unheimlich tiefgründige Antwort. In einem kürzlichen Interview mit Swagger Games haben wir über das kommende Schule-Action-Abenteuerspiel gesprochen und haben Firmengründer Yolo Yuga gefragt, wie unterschiedlich stark Entwicklungsbereiche priorisiert werden. In dem Interview sagte Yolo Yuga, dass die Grafik besonders wichtig für so ein Spiel hat. Und ich kann kein richtiges Deutsch, aber ich spreche auch wie ein Amerikaner und anscheinend sehen es andere Fachleute genauso. Jede Spieleentwicklung hat nur begrenzte Ressourcen, daher ist es wichtig, die Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Ja, you don't say. So. Ja, wir geben jetzt gerade alle ordentlich Gas hier. Das freut mich mal so richtig. So, Level Design und KI. Dann kann ich ein bisschen runterschrauben. Level Design ist okay. Dialog kann auch ein bisschen weiter runter. Ja. Das ist soweit auch alles gut eingeteilt, würde ich sagen. Deswegen sehr gut. Oh, jetzt machen wir gerade ordentlich Hype. Das Interview hat ganz schön was gebracht. Zeit, dass wir noch ein bisschen eigenes Marketing machen. Und zwar eine kleine Kampagne.
Ja, Christine verkackt und zerhackt. Also die Story ist ungefähr so. Christine ist mittlerweile 42, geht immer noch in die 10. Klasse und schreibt gerade an ihre Abschlussklausur, die sie mal wieder total versemmelt hat, weil sie einfach die ganze Nacht durchgesoffen und durchgekifft hat. Deswegen schnappt sie sich die nächste Axt und geht damit in der Schule mal ordentlich rumhacken. Es ist übrigens schon die 5. Schule, auf die Christine mittlerweile geht. Hammer. So, Jane Lean macht jetzt hier mal den Sound. Ansonsten, ja, Weltdesign ein bisschen weiter runterschrauben. Grafik ist echt ganz weit vorne dabei. So, Open World und Tag und Nacht nehmen wir raus. Ja, Soundtrack nehmen wir auch raus. Brauchen wir nicht. Ja, ich würde sagen, Sound und Weltdesign machen wir gleich auf. So, letzte Phase der Entwicklung. Und ich, oh, wie der Hype gerade hochgeht. Krass, so viel Hype hatte ich ja früher nicht mal mit der Games gehabt. Ist schon ganz krass. Wollte ich nochmal eine kleine Kampagne hinterher schieben. Und auf jeden Fall warten wir noch die Games. Aber wir haben es nämlich doch noch geschafft. Ja, Christine verkackt und zerhackt auf die Game Convention, die eigentlich Games heißt. Wir gehen mit einem großen Messestand. Also ich mache jetzt hier richtig Marketing. Ne, das wird jetzt richtig geil und deswegen, oh, wie viel Bugs das Spiel einfach mal hat. Das ist schon ziemlich heftig. Aber kein Problem. Ja, das kriegt Zwerger Games schon hin. Oh, über 300. Das könnte jetzt gleich der Massive Seller werden hier. Oh, der Markt hat sich normalisiert, aber das ist klar. Dafür haben wir aber noch die Games mitgenommen. Die G3. Und wir hätten eh noch einen Bug dran, also veröffentlichen. Hätten wir ihn noch nicht gekonnt. Ja, Christine verkackt und zerhackt. Spielt übrigens diesmal an einer christlichen Privatuni. In alle anderen Schulen dieser Welt hat Christine schon platt gemacht. 1,3 Millionen Besucher. Damit sind wir auf Platz 8. Und haben einen riesigen Hype. Machen jetzt nochmal Zeitschriften und Demos. Und nochmal eine große Kampagne. Wir puffern gerade mal echt das Geld nur so raus. So, letzten Punkte werden noch verteilt. Also das Spiel dürfte sich jetzt, wenn die Bewertungen jetzt einigermaßen gut sind, verkauft sich das Spiel gleich hammermäßig gut. So, neuer Rekord in beiden Kategorien, ein Stufenaufstieg für Mick Brush und für 3D-Grafik. Hoch damit und raus mit ihnen. Oh, das PlaySystem 3 wird vom Markt genommen, ist ja traurig. So, Christine verkackt und zerhackt. Nur eine 8, eine großartige Fortsetzung, sagt Stargames. Unterhaltsam, sagt Informed Gamer. Eines der besten, sagt Game Hero. Komm, eine 10. Ah, kann die Fortsetzung kaum erwarten. Ja, Christine verkackt und zerhackt. Auf jeden Fall ganz groß mit dabei. Jetzt hoffe ich auf gute Verkäufe. Oh ja, die Verkäufe gehen voll ab. Oh, gimme euer Money. Yeah. Uns erreichte soeben die Meldung, dass Christine verkackt und zerhackt, welches vor kurzem von Swagger Games veröffentlicht wurde, über 500.000 Umsatz erzielt hat. Nee, denkst du, haben wir schon 1 Million? Boah, wie das Spiel gerade echt abgeht. Ja, jetzt haben wir die Mille. Und jetzt machen wir auch gerade echt ganz schön viel Geld. So, und ihr habt auch schon gesagt, ich soll mal gucken, dass ich die Leute mal für Boosts entwickle. Ich glaube, das dürfte bei einigen hier schon echt drin sein. So, du sollst ja Design-Spezialist werden oder musst nur ganz schön Design-Punkte kriegen. Was wollen wir bei dir eigentlich machen? Du kannst schon Design-Spezialist werden. Okay. Boah, 5 Millionen. Nee, ich würde sagen, ich werde jetzt nicht an Boosts arbeiten. Ich werde erstmal die anderen hier mal weiterentwickeln. Weil ich muss ja mein ganzes Team hier voranbringen. Obwohl das Schlimme ist, dass es teilweise ja mehr bringt, wenn wir die Leute alle kündigen und einfach neue einstellen. Aber ist mir jetzt auch gerade egal, denn ich will ja alle hier voranbringen. Deswegen gibt es jetzt für jeden hier mal eine Runde Training. So. Und du bist, glaube ich, der schlechteste von den dreien. Du machst auch nochmal einen Game Design Kurs. So. Oh, ich habe immerhin ein Spiel für das PlaySystem 3 veröffentlicht. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ein Spiel. So. Und du brauchst dringend Urlaub, wie ich sehe. Und du kannst mal den Spielebericht erstellen. Von Christine verkackt und zerhackt.
Oh, super. Echt ganz schön viel Kohle eingenommen mittlerweile. 5 Millionen Einheiten fast verkauft. So, und ich forsche mal ein bisschen an neuen Themen. Ach, Fantasy. Ah, nee, Vampir. Vampir ist cool. Verrat euch auch gleich, warum. Ja, über 5 Millionen Umsatz. Die Begeisterung scheint kein Ende zu nehmen. Das heißt, wir verkaufen jetzt nochmal mehr wegen dem guten Coverage. Yep. Jetzt geht es nochmal richtig hoch in dieser Woche. Und ihr braucht alle Urlaub. Das ist okay. Das ist, ja, man sollte sie jetzt in Urlaub schicken, weil ansonsten kriege ich sie halt nicht fit, bis wir. Oh, Sound scheint sehr wichtig zu sein. Da hätte ich jetzt nochmal ein bisschen mehr auf Sound setzen sollen. So. Weil für ein neues Spiel brauchen die halt echt alle die volle Power. Und ich kann nochmal ganz kurz Forschung machen. Auf ein neues Thema setzen. Mich Fantasy sollte man eh mal erforschen. Ich muss mich auch bald mal trainieren, weil sonst hänge ich hier irgendwann nur noch hinterher. Bin ja echt schon nicht mehr so der Stärkste hier. So, Fantasy ist fertig. Gut, dann suchen wir mal nach einem Publisher-Auftrag. Ja, super. Alle wollen ein Zombie-Spiel haben. Ich habe aber Zombies nicht erforscht. Für Infogames. Kriminalermittlung ist nicht erforscht. Aber Zombie haben wir jetzt auch nicht nur nebenbei ausgelassen, oder? Kurz mal gucken. Ach, Kriminalermittlung könnte ich. Ah, Zombies kann ich auch erforschen. Okay. Schnell mal Zombies erforschen. Denn dann. Ja, wir haben 5,8 Millionen Einheiten von Christine verkackt und zerhackt verkauft. Damit einen super Einstieg in die Next Gen gemacht. Und immerhin 82 Mille damit erwirtschaftet. Das ist nicht schlecht. So, und jetzt, wenn wir gleich Zombies haben, dann können wir auch unser Publisher-Game machen. Publisher-Games sind immer cool. Da muss man sich selbst nicht ums Marketing kümmern. Deswegen hat man ja die Publisher. Ein Zombie-Action-Spiel. Was muss ich überhaupt damit machen? Publisher-Vertrag nochmal. Zombie-Action. Oh, Mindestpunktestand 8. Oh, das wird jetzt ziemlich. Aber 13% Honorar. Okay, machen wir das mal. Zombie-Action für. Mit der Swag 11 entwickeln wir das. Und wir nennen es. Hirnfresser Alpo. Palützen. Palütze. Ich glaube, sie hieß mal ein Album. Alko-Palütze hieß das, glaube ich. Alko-Palütze. So hieß mal ein Album von Helge Schneider, glaube ich. Alko-Palütze. Oder irgendwie so. So, damit beginnen wir jetzt auch mit 3D-Grafik V5. Alles klar, ihr haut voll rein. Und das Schöne ist, dass sich da gleich der Publisher um alles kümmert. Und ich, ja, sollte nicht mehr die Engine, sollte ganz oben sein, Spielemechanik auch ganz gut. Wenn die Spielemechanik so hoch ist, dann sollte nicht ich sie entwickeln, sondern dass wir anderes machen. Aber das macht doch mal ich, weil, ne, ich soll mich auch auf jeden Fall mal trainieren. Aber ist so ein Action-Spiel, das heißt, wir machen keine Charakterentwicklung, nehmen wir auch hier alles raus, Physik ist alles drin. Genau, und Story Quests ist nicht so wichtig. Gut, hauen wir rein. Boah, hier wie die Punkte fliegen. Boah, es geht ab. Ich bin noch mal gespannt, wie viel wir jetzt davon verkaufen, weil normalerweise ist es so bei diesen Publisher Games, verkauft man immer richtig viele, weil der Publisher halt so ordentlich Werbung macht. So, Dialoge ganz weit runter, muss man auch keine guten Dialoge mit drin haben. KI ist ganz weit oben. Level Design ist sogar. Okay, gut, dann können wir das so machen. So. Ich glaube, das ist eine gute Mischung. Ja, das Hirnfresser Alkopalütze ist eigentlich nur noch so ein Game, dass wir noch so ein bisschen was raushauen. Einfach für die Punkte, wir müssen auch Forschungspunkte machen. Ist ja ganz wichtig. Und ja, wir gehen gerade schon sehr gut ab. Grafik ganz oben. Sound ist auch auf jeden Fall sehr wichtig, haben wir jetzt ja festgestellt. Weltdesign ist nicht so wichtig, brauchen wir nicht so viel. So, deswegen haben wir noch einen Soundtrack mit rein. Das reicht auch. So, haben auch alle gut dran mitgearbeitet, möchte ich meinen.
Zombies und Action. Es muss mindestens eine Achterwertung kriegen. Das wird gleich eigentlich die richtige Quest werden, dass wir das hier auf eine Achterwertung bringen. Aber, oh Gott, die Messe steht an. Wir gehen wieder mit einem großen Messestand hin. Müssen wir sowieso machen, weil ehe wir die ganzen Bugs gefixt haben und alles, ist die Messe auch schon direkt vor der Tür. Und dieses Jahr gehen wir ja hin mit Christine und mit Hirnfresser. Boah, die monatlichen Kosten 300.000, so abartig. Aber egal, ich kann es mir leisten, ey, ich hab's ja. So, 1,3 Mille haben wir letztes Mal gemacht. Wie viel machen wir dieses Mal? Boah. Oh, wir sind nur mit Hirnfresser Alkopalütze da. Immerhin 1,4 Mille. Das dürfte jetzt wahrscheinlich schon auf... Ja! Wir sind Platz 1, der Beste des Jahres. Huhu! Mal ordentlich Fans bekommen, einen riesen Hype nochmal generiert. Okay, und fertig. Bin ich mal gespannt. Nochmal neuer Rekord in beiden Kategorien. Stufenaufstiege gibt's einige, nämlich für Dialoge, Leveldesign und Sound und auch für Shane Page, Erica Robinson, Christian Robertson und Brenda Rathbate. Das heißt, die wollen alle mehr Geld haben. Guckt euch das an. Oh. Gut. Oh Gott. Ey, ich habe gar nicht so viele Forschungspunkte, wie ich bräuchte, um alles zu erforschen. Egal, die Kritiken sagen, dass wir es nicht geschafft haben. Okay, das Spiel wird sich zwar gut verkaufen, wir müssen aber auf jeden Fall die Strafe zahlen, denn das wird kein Achter-Game. Nee, das hat leider nicht geklappt. Wir haben nicht die Wertung bekommen, die wir wollten. Dafür machen wir eine Menge Verkäufe. Aber gut, das macht halt auch alles der Publisher aus. Ja, wir müssen dann gleich die Strafe zahlen. Aber, oh. Ja, wie viel zahlen wir Strafe? Naja, 760. Das macht nichts bei dem Geld, was wir jetzt hier gerade einnehmen. Wir verkaufen immerhin eine Menge Kopien von dem Spiel. Ich habe noch ein bisschen Zeit und ich will noch ein paar Punkte machen. Deswegen wäre ganz nett, wenn wir noch irgendwie so ein kleines, ein eigenes Spiel noch kurz raushauen könnten. Irgendwas für Kinder. Ah, genau, wir haben ja schon lange keinen Pokémon-Teil mehr gemacht. Das machen wir mal eben ganz schnell noch hier so zum Schluss. Jetzt kriegen wir noch hin, die 2 Minuten. Und zwar eine Fortsetzung machen wir zu... Taschenmonster Kackbraun. Machen wir diesmal mit der Swag 10 Engine für die Plattform GS wieder. Und diesmal nennen wir das Spiel Taschenmonster Blutrot. Ah, 5 Ausrufezeichen. Genau. Virtuelles Haustier, Rollenspiel, Abenteuer, Los geht's, 3D-Grafik, V5. Ja, sieht man jetzt hier voll in der Zeit. Ist ja eh ein kleines Spiel, ne? Da können wir jetzt hier mal richtig reinhauen. So. Charakterentwicklung. Ja. Können wir alles reinhauen. Schnell hier was ganz Fixes auf die Beine gestellt. Gibt dann zwar nicht so viel Geld, aber wir machen damit ein paar Punkte. Weiß nicht, oh, hier bin ich mir mal unsicher, was jetzt hier ist. Wir machen jetzt immer alles mal gleich. Hier kommt Gleichstand bei allen Bereichen. So, zack. Ja, Level Design und KI. Vielleicht noch ein bisschen besser. So. Schnell noch mit raushauen hier, Taschenmonster Blutrot. Ne, wir lehnen das Interview ab. Kein Interview, das ist ein ganz geheimes Projekt hier, Taschenmonster. Genau, Weltdesign ist auch ganz wichtig, weil es ein Rollenspiel mit ist. Ist auch nicht ganz so wichtig. Open World, Tag, Nacht, Rich Background Story. So, komm, alles reingehauen hier. Hat es irgendwie jetzt gar keine großen Forschungspunkte gebracht. Na gut, war auch kein großes Spiel. Ich glaube, ich sollte nächste Runde erstmal wirklich ein, zwei Games entwickeln. Ich muss aber auch echt forschen, dass ich die Engine weiterentwickelt kriege. Boah, ich hänge jetzt hier an einigen Projekten gerade so ein bisschen fest. Das nervt mich. Oh, eine Firma mit dem Namen Rise VR hat ein Virtual Reality Headset entwickelt, das einem wirklich in ein wahres 3D-Erlebnis eintauchen lässt. Das neue Headset heißt Visorius, sieht aus wie eine riesige Skischutzbrille und bietet ein großes Blickfeld wie auch eine fast perfekte Bewegungsverfolgung.
Nach einem ersten Test klagten einige Spieler über Übelkeit, aber mit dem richtigen Spiel kann diese Technologie sicherlich das Spielerlebnis weiter vertiefen. Aha. Und jetzt können wir auch noch hier so eine Spielebrille mit reinbringen. Gut, raus mit dem Spiel. Die Blutrot, naja, ist ja echt nur so ein ganz kleines Game. Das haben wir mal schnell noch vorm Feierabend entwickelt. Oh, kooperatives Spielen, das ist ganz gut. Wir verkaufen übrigens immer noch Hirn, das ist das Spiel Hirnfresser. So, gib mir die schlechten Bewertungen. Oh, Taschenmonster diesmal gar nicht mal so schlecht. War letztes Mal echt schlechter. Oh, jetzt gibt's hier die Tiefschläge. Naja, aber es hat schon alles mal schlechter ausgesehen. Gut. So, Taschenmonster auch noch mit raus. Oh, es verkauft sich ganz anständig für ein kleines Spiel. Haben wir ein bisschen Geld noch mit nebenbei. Haben wir ein paar Forschungspunkte gemacht. So, wir haben immerhin 17 Millionen Einheiten von Hirnfresser verkauft und 31 Millionen damit erzielt. Ja, nicht so viel wie mit dem letzten Christine-Teil, aber dadurch viele Fans generiert. Ein bisschen Geld machen wir jetzt ja auch noch mit Taschenmonster. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, damit bin ich erstmal wieder raus für heute und wir sehen und hören uns morgen wieder zur nächsten Ausgabe. Und euch schicke ich noch alle fix in den Urlaub. Dass ihr auch morgen dann wieder fit seid. Und dann gehen wir auch wieder ein großes Game an. Ja, ich muss unbedingt mal schauen, dass ich jetzt hier alle weiterentwickelt kriege. Langsam Spezialisten ausbilde und mich selbst auch noch ein bisschen trainiere. Das ist jetzt gerade ganz schön kompliziert hier, aber ich kriege das hin. In diesem Sinne bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Haut rein, bis morgen. Gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.